Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge 7 Days to Die. Ja, ich habe das Spiel extra pausiert, denn wir haben Hordenacht. Tag 28, 21:42 Uhr, das heißt in 18 Minuten kommt die Horde. Gerade eben kam noch eine Wanderhorde und die habe ich jetzt gerade noch entsorgt. Die können wir schnell noch vielleicht ein bisschen, ja wohl looten wird nicht mehr klappen. Ich muss oben noch den Strom anschalten. Also looten klappt nicht mehr, die Wanderhorde bleibt da liegen. Meistens ist der Loot sowieso nicht so Bombe, also ich kann normalerweise auch drauf verzichten. So, wir werden erstmal unser Scharfschützengewehr ein bisschen traktieren. Und natürlich unsere Turret. So, dann muss man schauen. Ich hoffe natürlich, dass sie aus der Richtung kommen, wo ich jetzt dann auch hinzeige. Normalerweise klappt das aber eigentlich ganz gut. Und wir werden das Ganze machen mit unserem Nachtsichtgerät, das nicht funktioniert, wenn man snipert. Ist aber egal. So. So, von wo kommen sie denn? Wenn ich jetzt in der Folge wieder ein bisschen weniger laber, liegt es einfach nur daran, dass ich mich ein bisschen besser... ...konzentrieren muss. Boah, da fahre ich, glaube ich, fast besser, wenn ich... Ich warte einfach, bis sie im Zaun hängen bleiben. Boah, die Autotore ist mega laut. Ich hoffe, man versteht die überhaupt noch. Okay, man. Boah, ich hätte ein bisschen mehr Licht gebraucht. Aber man sieht hier mal, wie effektiv die Autoturret ist und wie effektiv dieser Stromzaun ist, wenn man Scharfschützgewehr in der Hand hat. Und dann wirklich nur noch ein, zwei Schuss braucht pro Zombie. Es fällt fast keiner nach unten und ich kriege die alle weg. Vor allem spare ich mir extrem viel Munition. So, ich muss allerdings mal wieder auf meine normale Waffe wechseln. So, da kommen die ersten richtigen Zombies. Wart ja nur drauf, dass ein Polizist kommt. Ganz schön was los hier. Ich habe leider echt ein bisschen zu hoch gebaut. Man sieht, dass die Zombies teilweise hier gegen mein Zeug schlagen. Ich baue natürlich ja nicht aus Zucker, sondern ich baue aus Stahl. Und deswegen ist es relativ bums, wie oft die hier dagegen schlagen. Allerdings hörst du auch hier gegen meinen Stromzaun hauen. Das mit dem Stromzaun war wirklich übrigens eine Fehlkonstruktion. Also ich muss das Ganze, hätte ich anders da bauen müssen, in Legenda bauen können. Ich bin natürlich nicht untätig, ich habe mir auch mal YouTube-Videos von anderen YouTubern angeguckt, was 7 Days to Die und Strom angeht. Und da bauen ist manche echt viel effektiver als ich. So, ich könnte die von hier sogar looten. Aber bis jetzt nur der ein oder andere Dicke, nichts Großartiges. Natürlich auch einige dabei, aber so.
die hauen jetzt sogar gegen die Leichen, wenn ich das richtig sehe. Nicht hier hochbacken. Jungs. Schön, schön bleiben lassen. Alle nach da unten bitte. Da ist mir am lieber. So. Meine Autotore ist, glaube ich, die Munition ausgegangen. Macht aber nicht, solange ich nur Munition habe. Und ich habe. Ich glaube, er ist tot. Wir haben jetzt neu dazu gekommen, sind die Rocker-Zombies, allerdings weder ein Feral noch Spider-Zombies, nur der Rocker-Zombie, die packen sie hier glaube ich ein bisschen hoch. So. Ja, ich glaube, ohne Zielen bin ich da besser dran. Vorausgesetzt, ich sehe meinen Fadenkreuz. War jetzt. Na, wo ist so am besten? So. Ruhe im Karton, Ruhe im Karton. Kann man da noch? Da haben wir noch 93 Schuss, okay. Ja, ich glaube, wir nehmen mal lieber auf. Wir nehmen mal Pfeil und Bogen. Wir versuchen sich echt hier an der Ecke hochzubacken. Schweine. Ich hätte da nicht hochbauen dürfen. Das ist, fällt allerdings einem erst wirklich auf, wenn halt die Horde dementsprechend da ist. So, wie lange haben wir denn? Wir haben 1.20 Uhr. So, jetzt fangen sie sich, oder probieren es an der Seite natürlich, wenn ich da näher bin. So. Aber so langsam wird es, glaube ich, ruhiger. So, dann. Machen wir hier mal weiter. So, da unten müsste es eigentlich ja noch relativ gut aussehen, was zumindest meinen Zustand angeht von den Pfeilern, denn ich habe ja alles mit Metall bzw. mit Stahl verkleidet. Das heißt, es müsste soweit passen. So, die schieße ich halt. Naja, ich schieße ihn in den Arsch aus. Mir bleibt auch nichts anderes. Ich treffe ja nicht mal das. Mir bleibt da irgendwie nichts anderes übrig, weil. Alter Schwede, ist das dunkel. So, ich warte immer noch drauf, dass ein Polizist kommt oder sowas, aber. Irgendwie. Scheint das nicht der Fall zu sein. So, was ist mit dir? Ich erwische dich leider nicht aus irgendeinem Grund. Ich würde zumindest die Pfeile in seinen Körper nicht einschlagen. Wollen wir mal nach unten gehen? Wir gehen mal. Komm, was soll's. Wir gehen mal nach unten. So, dann mache ich aber hier mal wieder den hier. Ich glaube, jetzt ist er tot oder was? Nee, hier ist er doch. So, was ist denn mit dir? So eher nicht, aber es geht mir leicht. Ich
erwischt seinen Kopf nicht. Ich stehe 1 cm im. Jetzt habe ich erwischt. 1 cm entfernt, aber. Na gut, der hat auch einen schönen Helm gehabt. Ich sollte die Axt trotzdem hier hinlegen, dann machen wir das Ganze so. So. Wie sieht es denn hier aus? Es sieht eigentlich von der Beschädigung her. Es geht. Ich habe es mir schon mal vorgestellt, was die Spitze hier unten angeht, weil die Zombies halten jetzt doch schon einiges aus. Können wir so aufhören, da dagegen zu hauen? Danke. So, haben wir den Stahl dabei? Ja, ich habe Stahl dabei. So. Kann ich ja gleich mal wieder reparieren. So. Okay, Stahl vorbei. Dann können wir hier mit dem Beton weitermachen. Ja, aber jetzt ein paar kleinere Kratzer in der Wand. Aber sonst. Ich glaube, das müsste nämlich auch schon gewesen sein letztendlich. Kann sein, dass nochmal eine Welle kommt. Ich würde jetzt erstmal wieder in meinem Stromzaum hängen bleiben. Also ich mache mir da jetzt keine Sorgen mehr. So, wie sieht's denn aus? Wir können das wegwerfen. Das Zeug hier kann weg. Das Zeug kann weg. Das Ding da kann weg. Das kann weg. Der kann weg. So. Die meisten liegen ja sowieso oben. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Dann brauche ich einmal, wobei wir haben, 3 Uhr. Wir schmeißen erstmal das ganze Zeug hier raus. So, das fliegt raus, das fliegt raus, das. So. Dann brauche ich einmal wieder das Licht. So, wo sind sie denn? Da liegen sie alle. Ah, ich kann von hier oben looten. Das ist die schöne, sichere Variante. Ja, zumindest. Da ist einer. Hallo. Einzeln hast du gar keine Chance. Bin ich schon zu. Keine Ahnung, wie viel waren das jetzt? 30, 40, 50 Zombies. Und schon 40, 50 keine Chance haben, hast du allein gar keine Chance. Das kann ich dir versprechen. So. Oh, Kettensäge. Kennen wir die schon? Ja, kennen wir schon. Oh. Am Zaun vorbeigebackt. Ja, ich habe den leider wirklich halt ein bisschen falsch gebaut. Aber na gut, so lernen wir dazu. Mein nächster, also wenn ich das nächste Mal diese Basis baue. Das Grundprinzip von der Basis ist super. Gerade weil es halt wirklich hordensicher ist. Also ich könnte jetzt hier noch die nächsten 10 Horden ohne Probleme überleben. Ohne dass sie meine Basis hier auseinandernehmen würden, beziehungsweise auseinandersprengen könnten. Müssen schon 4 Polizisten-Zombies oder sowas sein, dass da mal ein Loch reingerissen wird. Aber so grundsätzlich passt das, wie es ist. Ich muss nur das nächste Mal, wenn ich so baue, baue ich so auf jeden Fall höher, das Ganze. Jetzt mit dir kaputt. Einfach stehen geblieben. Muss schon mal auf zurennen. So. Ja, ich muss auf jeden Fall höher bauen. 2, 3 Blöcke am besten. Am besten eigentlich 3 Blöcke höher bauen, den mittleren Turm zumindest. Tiefer bauen muss man nicht unbedingt, kann man natürlich, desto höher wird der Fallschaden an den Zombies selbst. Wenn man das Ganze ein bisschen unbauen würde, würden die Zombies einfach nach unten fallen und würden, ja, unten sterben, sobald sie aufschlagen. Jedoch, gerade im Einzelspielermodus ist das, ja, nicht realisierbar in einer kurzen Zeit. Außerdem ist es für YouTube extrem unspannend, wenn ich die nächsten 80 Folgen nur hier mich nach unten buddel, bis ich mal irgendwann am Ende der Map angekommen bin. Da gibt es Besseres, was man sich anschauen kann. So, das war's sogar schon. Ach, so sieht man echt wenig. So, dann gehen wir einmal. Joa, looten hätte ich gesagt. Hallo, mein Freund. So, wir haben nämlich noch ein paar Minuten. Die nutze ich dann, um die Zombies zu looten. Und ja. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir wirklich nochmal das Ganze antue. Beziehungsweise nicht antue. Eigentlich macht es am meisten Spaß bei Seven Days to Die, nämlich neu anzufangen. Ich weiß noch nicht genau, ich muss mir das Ganze nochmal überlegen. Schreibt mir nochmal hier auch in der Folge ruhig eure Meinung dazu, wenn ihr es nochmal sehen wollt, wie ich neu anfange in der Random Map. Vielleicht auch, welche Spielmodi ihr gern sehen würdet und so weiter und so fort. PP Gamings Kanal ist ein Wunschkonzert. Ihr dürft euch hier wünschen, was ihr wollt und ich werde es versuchen, auch dementsprechend umzusetzen. Oh, was mir aufgefallen ist, unsere Infektion ist endlich weg. Wir hatten ja ein... Ah, Nailgun! Endlich! Ewig drauf gewartet. Sehr nett.
Die Infektion ist nämlich endlich weg. Ich hatte ja den Bug, dass ich essen konnte, was ich wollte. Die Infektion blieb. Das hat sich jetzt auch erledigt. Es war aber ein bisschen auch von der Beute her. Das ist ja mehr als dürftig. Ah, da liegt noch einer. Ah, du blöde Kuh. Tja. Dumm gelaufen, Feral. Okay, keine Munition mehr. Moment. Also sieht man die gar nicht richtig. Hier. Das ist der Leiche auf meiner Autoturret, also meines automatischen Maschinengewehrs. Das Ding hat auch ordentlich Zombies zerlegt. Und das schon hier hinten. Also, ineffektiv ist was anderes. Das Ding haut doch ordentlich rein. So. Naja, ich muss euch leider ja wegnehmen. Hilft ja alles nichts. So treffe ich überhaupt nichts. Wenn ich hier irgendwie versuche zu zielen mit der Armbrust. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau, wo ich da überhaupt hinhalten müsste, damit ich überhaupt treffen kann. So, Dickerchen. Du darfst auch noch mit. So. Dann werde ich jetzt erstmal das Zeug wegbringen. Dann machen wir die restlichen Zombies, die hier draußen noch liegen, looten wir noch, bevor die verschwinden. Mittlerweile dauert es ja eine ganze Weile. Und teilweise lassen sie auch einen Rucksack zurück, wenn sie verschwinden. Allerdings komischerweise mir ist schon aufgefallen, nicht immer. Also von was das abhängig ist, weiß ich nicht genau. So, wir haben auch wieder Zeug zum Händler zu verkaufen. Werden wir auf jeden Fall auch tun. Höchstwahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Also es wird eine nächste Folge auf jeden Fall noch geben, weil ich auch nochmal zum Händler will und so weiter und so fort. Und wie viele Folgen es dann noch geben wird von 7 Days to Die, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Die haben ja echt, die haben gar nichts dabei. Die haben mir meine kompletten Spitzen extrem demoliert. Das kostet mir wieder eine Menge Stahl. Aber sonst, so von der Qualität des Loots, absolut bescheiden, was die dabei haben. Nicht mal irgendwie eine Schatzkarte, eine Quest, irgendwas anderes Nettes. Eigentlich nichts, was irgendwie interessant wäre. Boah, der ist ganz leer. Hier. Wie mit Papier, wenigstens mal gescheite Klamotten. So 600er Klamotten oder sowas wäre auch schön. Auch nicht. Das ist es Tag 28, aber es war auch kein Polizeizombie dabei. Es war kein Barrel-Zombie dabei. Zumindest wenn einer dabei war, ist er genauso schnell gestorben wie die restlichen. Ich bin enttäuscht. Gar nicht nur so ein bisschen enttäuscht, sondern sehr enttäuscht. Wann wäre denn die nächste? Die nächste wäre dann zu Tag... Oh, eine Quest. Oh, die kennen wir noch nicht mal. Holzfäller, okay. Töte einen bei Holzfäller-Zombies mit einer Feuerwerks. Ah, okay. Ja, werde ich hier nicht dazu kommen, denn die Holzfäller-Zombies sind nur im Schneebiom. Und ich habe hier weit und breit leider kein Schneebiom in der Nähe. So, das war's. Da liegt noch eine. War aber wahrscheinlich die, wo die Schreier-Zombie-Tante rangelockt hat. Ja, sieht so aus. Das war's. Joa, echt enttäuschend. Okay, joa, für diese Folge war es das Ganze auch. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann mal schauen, wie lange das Ganze noch geht. Schaut mal bei meinen anderen Spielen vorbei. Und zwar habe ich ja neu angefangen mit The Long Dark. Da ist jetzt Folge 2 bis 3 irgendwo bin ich gerade. Und vor allem Ark. Ark ist sehr interessant. Schaut euch das Ganze mal bei mir an. Es macht auf jeden Fall Laune. Und ich bedanke mich so sehr und sage, macht's gut. Bis zur nächsten Folge.